Ich lerne mal irgendwann mal den deinen Stoff zu machen. Eine Blume für Summer. Mit Schatzer schon. Nicht verbessern. Ist auch nicht. Gut, dann sind wir durch auch mal ins Bett. Bleibst wach. Schiff wächst und wächst. Brauchen wir bald mal eine Schiffvergrößerung. Natur hat aber sehr lange gewartet. Auf sein Haus. Mal viel hier vielleicht. Vielleicht können wir daraus machen, Sachen. Machen Sachen, genau. Was machen Sachen? Rollfaden. Und daraus. Dann wird schon gespielt. So, jetzt haben wir aus der Wolle Fäden gemacht. Leinenfarben. Das können wir hoffentlich weiterverarbeiten. Ich mach mal so Leinen. Die wir dringend für mehrere Sachen brauchen. Ein bisschen Handwerk hier. Immer und immer stärker machen. Jetzt im Leinenfahren. Okay, aber mit Leinenfahren können wir nichts machen. Oder was? Bauen wir da noch ein weiteres Gebäude? Um Leintücher herzustellen. Eine Gerberei oder so. Mal schauen. Was gibt's? Was denn da? Hast du denn nichts zu essen? Ich habe solchen Hunger. Na, sofort doch. Ein schönes Steak. Hast du bestimmt auch verkraften. Schweinekoteletts.
So ein Schweinekotelett, Stella. Das ist fantastisch. Fantastisch gut. Ich glaube es ja nicht. Das ist mein Lieblingsessen. Danke, Kapitän. Danke. Oh, wir haben Arturs Lieblingsessen gefunden. Yay. Er macht Schweinefleisch. Ja, noch weiter scheren. Nice. Ist zwar alles, aber am liebsten ist das Schweinefleisch. Du hast schon gemüht. Nur Umarmung gibt's da. Willst du dich nicht besser? Aber du hoffentlich auch. Wo ist unsere verwöhnte Elchdame? Hier steht die ganze Zeit hier rum. Ist unerhört gut. Sehe nur. Tröster Gerichte sind immer fantastisch. Können wir noch ein bisschen Fleisch machen? Feld, Gießerei. Ich frage mich, wie wir Leinen herstellen können. So nicht. Anspruchsvolle Bauprojekte. Wir brauchen noch Leintücher für Projekte, oder nicht? Okay, dann brauchen wir Leinenfaden und Ahornstamm. Das Sägewerk, das haben wir eh schon. Gucken wir mal, was der Hai braucht. Ah, Webstuhl. So, Webstuhlverbesserung. Ah, hier. Jetzt können wir einen Briefkasten machen. Dann können wir den nicht. Eichenbrett. Haben wir nicht genügend Bretter dabei? Ups, gerade eine Windmühle und so weiter. Ein Briefkasten können wir auch noch nicht. Also, weil wir nicht genug Geld haben. Das kostet 1000. Wo kriegen wir Geld her? Wie war denn das nochmal? Geld kriegen wir doch aus dem Sturm, oder? Gab's nicht diese Bereiche? Ja, hier diese Bereiche, da müssen wir ein Bericht stehen, da kriegen wir auch Geld her. Eichenbretter muss ich gleich nochmal gucken. Wo ich die herkriege. Haben wir Ahornbretter geschnitten? Ich meine, wir hätten schon Ahorn-Eichenbretter gemacht. Da will ich mich da.
Catcher Speed. Was ist los, Atul? Jetzt werde ich gerade gucken. Oh, echt ein Bewerb durch Auen, was er gerade gemacht hat. Das machen wir später. Schon wieder. Eichenbrett. Wir haben ein Eichenbrett und 96 Ahornbretter. Aha, da müssen wir nochmal Ahornbretter schnell gehen. Mhm. Also, soweit die Quallen stehen, sind so okay. Mhm. Auf geht's. Ich gehe ein bisschen Geld sammeln. Sauberungen werden. Mal ein bisschen höher. Das Grüne, die Grünen bauen wir auf. Das Material, glaube ich, für ein Bauprojekt. 10 Glimps. Ah ja, da kriegen wir Glimps. Und die einsammeln. Und die Grünen sind auch gut für. Ich weiß nicht, wofür wir die nochmal brauchen, aber ich habe dadurch schon einige gesehen. Ihr schwebt zu hoch. Auch Glimms her damit. Geht's her. Oh no. Das ist Wasser gesprungen. Müsste doch für die Schiffserweiterung dann klappen. Da sind wir durch. Dann zurück hier. Zurück zu Alberts Werft. Eine Schiffserweiterung wäre schon gut. Könnten wir gebrauchen. Ein großes Schiff. Trinken ist wichtig. Was zu essen. Ein Tee. Danke, ich hatte richtig Hunger. Und der Tee wird's bringen. Die macht immer satt. Ja. Hier wird's gleich mal überlesen. Achso, da brauche ich Dingens für. Und dafür habe ich noch nicht genug
Geld, aber die Briefkasten kann ich mir leisten. Da muss ich eh noch Zeugs, was ich noch nicht kriegen kann. Einen Briefkasten. Ja, wofür ist der jetzt gut? Und wofür genau braucht man einen Briefkasten? Du hast Post. Ein Brief von Albert, ein Brief von Albert. Ich treibe deine Schulden ein. Steak. Du kriegst keinen Kaffee. Du kriegst Rüben. Hier was reinschmeißen. Yep. Ein bisschen Reis kochen. Okay, Bretter machen wir als nächstes. Stella, vergiss nicht deine Adresse dauerhaft zu ändern. Bald wirst du weitere Briefe erhalten. Kümmere dich immer um deine Korrespondenzen. Brieffreunde sind die besten Freunde, das ist allgemein bekannt. Albert, der ordentliche Schiffsbauer. Geschätzte Kunden, derzeit bieten wir eine besondere Aktion. Bei Ihnen findest du ein neues Gebäudeort. Sie ist Teil unserer neuen spektakulären Reihe, ein Luftstoßgerät. Wir hoffen, dass du viel Freude daran haben wirst, durch die Luft zu segeln. Aber der Ort, die Schiffsbau. Aha. Das ist bestimmt Prio Nummer 1. Ein Luftstoß. Kann man eh nicht bauen. Das ist natürlich endlich regelmäßiger Newsletter-Empfang von der Insel-Tour. Ganz genau. Dafür ist es gut. Den habe ich abonniert. Und WhatsApp, genau dafür wird er sein. Der Briefkasten. Ich sollte auch mal ein Newsletter machen. Sollte ich mir auch mal überlegen, das mal. Soll ich mal herausfinden, wie das geht irgendwie dann und dann. Via Link dann so anbieten. So. Das ist einfach dann die Mailpostfächer von meinen Zuschauern zu klumpen. Mach so einen versteckten Link dann irgendwie so ein. Schreibe ich an OnlyFans hin, wer auf den Link draufklickt, der hat mein Newsletter abonniert. Richtig eine Nebenachrichtung. Täglich 5 neue Mails. Dein Postfach wird überquellen. Ein Zwergi-Newsletter. Du kriegst dann jedes Mal, wenn ich live gehe oder ein neues Video hochlade oder Tweet schreibe und dann auf Instagram was hochladen, kriegst dann die E-Mail. Hoffentlich nicht auf Twitch. Nur den Newsletter.
kannst dann anfollowen, indem du auf den anderen Link klickst, dann musst du dich anmelden, dann musst du dann über die Seite, über die auf der Seite dann über den hintersten Link, da musst du den erstmal finden. Da musst du. Sorry, ich hab das nicht geweckt, aber. Musst du da die versteckte Seite finden, musst dann anklicken, dann musst du da über den. So über 10 Wege, dass man da. Dass die meisten lieber aufgeben, bevor das. Ja, der Button auf der Seite, auf die man das abbestellen kann, ist so einmal ein Pixel groß. Den muss man erstmal finden. Genau dort. Und wird eine halbe Schnitzeljagd so quer durchs Internet. Ein Protestflugplatz. Oh, ich bin gespannt. Arbeiter, vereint euch. Schluss mit unfairen Löhnen. Schluss mit der Ausbeutung durch die Oberschicht. Sagt Nein zum Missbrauch durch die Kapitalisten. Versammelt euch bei Profitgier GmbH, um für unsere Sache zu kämpfen. Gewerkschaft, arbeitende Bürger. Spirit war Antifa. Nein, nicht ganz. Arbeiter aneinander, vereinigt euch. Flugrad von Raccoon Inc. Ja, das ist genau das Gegenteil jetzt hier. Ist da. Liebe Kunden, aufgrund eines Unfalls war Versorgungsengpasses in unserem Lager bei der Profitgier GmbH. Sieht sich Raccoon Inc. außerstande, unser spezielles Rabattprogramm für Strandkunden weiter anzubieten. Es tut uns sehr leid, dass wir uns zu diesem Schritt entscheiden mussten und wir möchten der treuen Kunden versichern, dass wir fleißig daran arbeiten, Lage zu verbessern. Raccoon Inc. unser Name ist Handel. Ja. Der Kapitalismus. Schlafen alle noch? Ist doch morgens. Aufwachen. Na, du bist noch satt. Was für nur Wetten, dass Arthur hungrig ist. Der ist immer hungrig. Hier ein Steak für dich. Dein Lieblingsessen. Und Umarmung. Oh. Darf ich dich kurz unterbrechen? Nein. Interessantes Instrument hat sie da. Liege Dame. Armut. Ein bisschen Popcorn für dich. Das macht auch sehr satt. Das macht's wirklich. Das ist Popcorn im Kino, das ist danach. Danach brauchst du auch kein Abendessen mehr. Das ist nachdem du Popcorn im Kino gegessen hast. Eine große Tüte Popcorn, das ist dann auch. Das reicht aber auch für einen Tag.
Wie oft hat man sich mit Freundinnen vorgenommen, eine große Bonbons zu essen, und wie hat man es geschafft? Also ich kann nur sagen, meine große Tüte Popcorn, die ich im Kino gegessen habe, war vor Ende der Werbung alle. Das ist, warte mal, das sind also meine Popcorn-Tüten, also ich habe das Gegenteil erlebt. Meine Popcorn-Tüten sind immer, bevor der Film anfängt, ist die Popcorn-Tüte alle. Das ist während dem 15-minütigen Werbeblock reingeschaufelt. Und dann fängt der Film an und wühlt man auf dem Boden rum. Ach, scheiße. Das war die ganzen Filme ohne Popcorn gucken. Deswegen esse ich auch kein Popcorn mehr. Unter anderem deswegen. Ich hole mir mein Getränk im Kino. Und wenigstens das. So, Segen wollten wir. Segen. Kinowerbung ist mittlerweile aber auch voll lang. Da braucht es eine Tüte für die Werbung. Ja. Eichen wollten wir machen. Und das Typische, ist das nur im Osten so, oder ist das da, dass das auch in woanders? Ich kenne dieses Film, wenn im Kino dann kurz vor Ende der Pause, wenn dann so. Da kommt dann immer noch jemand rein. Will noch jemand Eis haben? Ist da. Wenn jemand. Wenn diese Eisverkäufer, die da reinkommen, ist dann. Das ist viel zu teure Eis, wie das ist dann. Das habe ich mal mit meinem Vater irgendwann mal. Habe ich das mal, als ich mal im Kino war, gab es dann irgendwie. Haben wir das mal bestellt. Das sind so. Das dann so zwei. So ich glaube, eine Packung mit sechs. So mit sechs Stück Eis irgendwie drin hast du dann irgendwie für 8 Euro irgendwie sechs kleine Eispralinchen. Das war es jetzt irgendwie nicht wert. Da ist irgendwie gar nichts von. Das kenne ich nur aus der Großstadt. Dieses Eiskonfekt, dieser. Und dann so eine 6er-Packung kriegst, das ist so, weiß nicht, ob es 8 Euro war oder irgendwie 6,50 Euro irgendwie, das ist so. Da fühlst du dich echt erwärmlich. So, dafür habe ich jetzt weggegeben, dafür habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben. Da schmeckst du kaum was von so einem Stück Eismann-Konfekt. Das ist einmal gelutscht und das Ding ist weg. Der größte Beschiss im Kino. Hab früher voll gerne Eiskonfekt gegessen, hab bisher nur leider noch eine vegane Variante hier gefunden. Also ich würde es selber machen. Ja, bin halt nicht vegan. Vegan ist schwierig. Das ist da. Im Kino, vor allem im Kino bei allen Sachen. Ist da wirklich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ist Coca-Cola vegan? Bestimmt nicht. Gummibärchen sind ja nicht vegan. Gummibärchen sind nicht mal vegetarisch. Haribo-Gummibärchen sind ja. Da ist ja Schweineknochen drin. Das ist ja. Haribo-Gummibärchen sind Schweineknochen drin. Das ist. Von Schwein. Wurden zumindest mitverarbeitet. Die sind. Nicht einmal vegetarisch. Das ist ein Schwein für den Sturm. Es gibt auch vegane Gummibärchen.
Einige davon schmecken gar nicht mal so scheiße. Nebelstoff, wo kriegen wir diesen Stoff her? Das ist mir auch ein großes Rätsel. So, wir sind noch bei der Werft. Popcorn ist in der Regel vegan, teilweise auch Nachos, außer Soßen und einige Chips-Sorten. Ich habe da tatsächlich in meiner Kleinstadt nur noch keine Auswahl. Ist Popcorn nicht mit Fett? Mit Fett gebraten? Ah ja, den Fett habe ich jetzt mal ignoriert.